habe wenigstens jetzt einen Geistlichen, oder? Irgendwas hoffe ich, dass ich den bald hier habe. Welche Armee kann jetzt keine Soldaten mehr aufnehmen? Ach, die da. Habe ich mich um einen verkalkuliert. Ja. Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Nee, Erzbergwerk, die sind schon richtig. Errichten wir mal gleich drei Stück, dann werden zwei Geologen, damit wir schnell Stein kriegen. Ja gut, weil Geologe haben wir. Komme ich irgendwie am Fleisch oder so? Nur ein Fisch. Das ist nämlich, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis er wieder angreifen wird. Außerdem gehen seine Vorräte zur Neige, aber das sieht nicht so aus.
Oh, doch, wir können hier Fleisch wenigstens. Könnten wir kaufen. Oh ja. Hat es jetzt doch geschafft, das hier sich einzuverleiben. Da kann ich mir auch keine kaufen, oder? Nee. Dann werde ich mir Pferde züchten. Erst die Ausbesserung, dann die... Ja, da muss ich gucken, dass ich den Sektor einnehme, um ihn von dort zu vertreiben. Oder gucken, dass ich den Sektor einnehme, um ihn von dort zu vertreiben. Wird auf jeden Fall noch sehr spannend werden. Ja. Wobei einfache Verpflegung nach Bedarf. Genauso wie du hier einfache Verpflegung und nach Bedarf machen wirst. Eisen sollte ja jetzt kein Problem mehr sein. Hey, da können wir geradewegs hier durch, bis zu dem Teil hier. Ah ja, jetzt wird es wieder etwas träger, schleppender werden. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Mal gucken, Verpflegung. Wer nimmt alles? Die beiden nehmen gerade. Ein neuer Handelsaußenposten. Die beiden nehmen gerade. Ihr geht mal eins runter, weil so viel Eisen und Kohle brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Und Fische haben wir ja auch mehr als genug und auch Brot. Was bricht das hier mal ab? Gebt acht. Einer eurer Widersacher hat einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Wir jagen jetzt mal hier durch. Mal die Steine zu kommen, dass wir viel schneller an Steine kommen. Natürlich nur nach Bedarf. Aber da haben wir ja schon mal die zwei Räder, die wir brauchen für den ersten Händler, den wir brauchen, um an die Steine zu kommen. Sofort Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten. Na gut, die Truppen tut er nur spärlich wieder nachrüsten. Das heißt, wir haben ein bisschen Luft. Nicht super duper viel, aber etwas. Wir können jetzt, wenn es sein muss, auch etwas Fleisch kaufen.
gewusst, direkt müssten wir das hier. Also Bier gegen Klamotten und dann Garn gegen Rost. Einer eurer Mitspieler hat Zugang zu einem neuen Handelsaußenposten erhalten. Ich habe da noch Händler, oder? Ja. Wir sind nur irgendwo unterwegs. Na gut, dann macht's halt so. Hey, der bringt seine Klamotten wieder mit. Sehr schön. Neuer Handelsaußenposten wurde erfolgreich von einem eurer Rivalen unter Kontrolle gebracht. Okay, hier mal wieder einfache Verpflegung. Ich sehe gerade das Problem, wir haben nicht mehr genug Wurst, um sie mit Wurst an der Stange zu halten. So, jetzt sollte aber gleich ein Bauarbeiter kommen und die Händlergilde ausbauen. Oh ja, ich muss mich sputen, sonst schnappt der mir noch den Stein weg. Das wäre zwar besser gewesen, aber das ist auch nicht schlecht. Also, hier hätte ich... ausgebaut. Sehr schön. Ein Kaufmann bitte. Und wir haben schon wieder die Klamotten zurückgekriegt. Also schicke ich ihn gleich nochmal mit den Klamotten weg. So, jetzt hoffe ich nur noch, dass der hier schnell Wasser kriegt. Wie viel braucht er? 2, okay. Sieht aber so aus, als ob da das Wasser kommt, was er braucht.